Hi, schön, dass du das Video eingeschaltet hast und heute zeige ich dir, wie man ein Handy hackt. Was benötigen wir? Natürlich ein Handy, ADB, PhoneXploit und das Ganze läuft auf Kali Linux oder irgendeinem Linux einfach. Gut, fangen wir gleich mal an. Also erstmal benötigen wir ADB, das laden wir gleich mal runter und das seht ihr jetzt. Okay, dann starten wir mal. Also wir laden erstmal ADB runter. Hau ich euch den Link in die Beschreibung. Das einfach runterladen, entpacken und ich habe es jetzt direkt auf C installiert, wie man hier sieht, unter dem Ordner ADB. Sind eigentlich nur ein paar Dateien und die öffnen wir jetzt mit der Konsole. Dafür machen wir einfach, wir drücken die Shift-Taste in dem Ordner und klicken Rechtsklick. Dann sehen wir hier PowerShell-Fenster hier öffnen. Diese Option erscheint nur, wenn man die Shift-Taste drückt, also wichtig Shift drücken. Dann haben wir das hier geöffnet und jetzt können wir ADB Device eingeben und wir sehen, es ist kein Device da. Genau. Jetzt müssen wir am Handy alles eins vorbereiten und dann kommen wir gleich wieder hierher zurück. Jetzt zeige ich euch, wie ihr in die Einstellung kommt. Hier ganz unten meistens sind die Entwickleroptionen. Und hier müssen wir, wie bei mir schon aktiviert, also einmal die Entwickleroptionen müssen aktiviert sein. Dann müssen wir zusätzlich noch das USB-Debugging aktivieren. Ist bei mir auch schon aktiviert. Und Apps über USB bestätigen. Das müssen wir auch noch aktivieren. Dann haben wir es hier eigentlich schon. Jetzt kann ich euch noch kurz zeigen, wie das dann ausschaut, wenn man den Befehl, den ich euch gleich zeigen werde, ausführt. Genau, jetzt müsste es klappen. Jetzt müssen wir hier auf Zugriff auf Telefondaten erlauben klicken. Und jetzt können wir hier ADB Devices eingeben und jetzt wird unser Gerät auch angezeigt. Jetzt kam aber die Meldung nicht, die ich euch eigentlich zeigen wollte und dafür machen wir jetzt noch kurz USB Debugging für alle zuvor autorisierten Computer aufheben. Das müsst ihr nicht machen, aber das muss ich jetzt machen, damit ich es euch zeigen kann. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Und jetzt kommt die Meldung: USB Debugging zulassen. Hier klicken wir am besten gleich von diesem Computer immer zulassen. Also setzen den Haken und dann klicken wir auf OK. Ja, dann sind wir fertig hier und können weiter am Laptop oder Computer machen. Gut, dann geht es jetzt hier weiter, indem wir einfach den Befehl ADB Devices eingeben. Und jetzt sehen wir hier ein Gerät verbunden. Das ist schon mal gut. Wenn ihr alles richtig eingestellt habt, dann schaut das genauso aus wie bei mir. Wenn nicht, dann habt ihr irgendwas vergessen oder irgendwo gibt es Probleme. Und ja, jetzt stellen wir ein WLAN-Zugang zum Handy her, damit wir unser Handy nicht immer mit dem PC über USB verbinden müssen. Und das machen wir mit dem Befehl ADB TCP IP und dann den Port 555. Der Befehl bewirkt einfach, dass wir auf unser Handy per WLAN zugreifen können und eben ja, alles freigegeben wird, damit wir das machen können. Gut, kein Gerät gefunden. Wahrscheinlich, weil mein Kabel wieder abgebrochen ist. Nicht das Kabel ist abgebrochen, einfach die Verbindung. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Ja, jetzt ist es verbunden. Und jetzt sehen wir das hier. Jetzt können wir den oben genannten Befehl ausführen. Und jetzt steht hier eben Restarting in TCP Mode. Port 555. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und jetzt können wir weitermachen.
Und jetzt können wir uns mit ADB Connect 555 verbinden. Und naja, sorry, wir müssen die IP-Adresse noch eingeben. In meinem Fall ist es 10.0.0.24. Und jetzt sehen wir hier Connected. Jetzt brauchen wir das USB-Kabel nicht mehr. Wir sind einfach jetzt über WLAN verbunden. Schon mal top, weil mein Kabel anscheinend nicht so gut funktioniert. Okay, jetzt können wir weitermachen auf Kali Linux und PhoneSploit installieren. Okay, dann geht es jetzt in Kali Linux weiter. Erstmal installieren wir PhoneSploit. Dafür müssen wir es erstmal runterladen. Ganz einfach wie immer mit Git Clone. Und dann eben den Link, den haue ich euch auch in die Beschreibung. Und ja, dann einmal Enter. Und jetzt steht bei mir, dass ich schon runtergeladen habe. Bei euch wird es natürlich heruntergeladen. Gut, dann clearen wir das wieder. Gehen ins Verzeichnis. CD PhoneSploit, genau. Und dann brauchen wir natürlich noch ADB auf unserem Kali Linux. Das können wir noch davor machen. Also ist sinnvoll. Dafür einfach den Befehl apt-get install ADB. Ist jetzt bei mir auch schon vorhanden. Also wird da auch nicht installiert, aber bei euch wird es installiert. Dann, wenn ihr das gemacht habt, gebt ihr einfach Python ein und dann main Linux unterstrich py ausführen. Dann habe ich jetzt auch schon installiert. Ihr klickt einfach ja, also yes. Ich klicke jetzt no. Bei euch wird noch kurz gefragt, also ja, wird bei mir auch gefragt, ob wir ADB schon installiert haben. Ja, haben wir. Und ja, jetzt installiert es eben nochmal. Habe ich zwar schon, aber gut. Wird wahrscheinlich trotzdem funktionieren. Jetzt sehen wir hier gut, wir sind in PhoneSploit drin. Und ja, es schaut eigentlich ganz cool aus. Und jetzt können wir uns hier erstmal Show Connected Devices mit 1 auswählen. Und jetzt sehen wir, wir haben hier keine connecteden Devices. Dafür klicken wir jetzt 3, um ein neues Device zu verbinden oder ein neues Handy. Und da geben wir jetzt eben unsere IP-Adresse vom Handy ein, dieselbe wie vorher, und den Port. Okay, wir brauchen den Port nicht, mein Fehler, nochmal eins. Hat nicht geklappt. Nicht 1.3, sorry. Und jetzt, wenn alles gut läuft, kommt eine Meldung am Handy. Gut, das läuft nicht gut. Genau, jetzt kommt nochmal die Meldung, weil wir einen neuen PC haben. Dass ja, diese Meldung, ich weiß nicht, ob man sieht, Debugging zulassen, hier wieder das Häkchen setzen und auf OK. Genau. Dann sind wir jetzt connected. Schaut schon mal gut aus. Und jetzt geht's weiter, indem wir einfach nochmal oben kurz schauen, was wir machen wollen. Wir können jetzt hier mit der Option 4 eine Shell öffnen auf dem Handy oder aufs Handy. Und dafür benötigen wir wieder den Device-Name, das nehmen in dem Fall die IP wieder. Und jetzt haben wir eine Shell offen. Also die läuft halt auf dem Handy. Und da können wir jetzt HMI eingeben. Und wir sehen, wir sind Shell-User oder wir geben ID ein. Und ja, jetzt sehen wir eben, dass wir auf dem Gerät sind. Jetzt können wir noch ls eingeben, dann sehen wir, dass wir tatsächlich auf dem Gerät sind, weil hier auch alle Ordner vom, ja,
Handys sind. Zum Beispiel können wir jetzt auf die SD-Karte gehen und nochmal LS und jetzt sehen wir alle ja, Standardordner, unter anderem Android, Bilder, DCEM, ja, und ja, noch ein paar andere Sachen. Hier sieht man auch WhatsApp, könnte man jetzt die Logs hier auslesen zum Beispiel. Und ja, Telegram natürlich auch und so weiter. Ja, gut, gehen wir hier wieder raus. Und jetzt wollen wir einen Screenshot von dem Handy machen. Das machen wir mit der Option Nummer 7, Take a Screenshot on a phone. Und ja, machen wir einfach mal. Dafür 7 eingeben, wieder IP-Adresse. Hier ist noch wichtig, dass wir das Handy entsperren, aktivieren. Sonst sehen wir nur einen schwarzen Bildschirm. Und ich mache jetzt einfach mal einen Screenshot von den Einstellungen. Und jetzt fragt er uns, wo wir den Screenshot hinspeichern wollen. Ich sage jetzt einfach, ich will ihn unter Root Desktop. Genau. Und jetzt läuft ganz schnell. 0,9 MB, paar Sekunden, Millisekunden. Und jetzt ist der Screenshot auf dem Desktop. Den sehen wir jetzt hier. Und ja, wir sehen, dass ich gerade in den Einstellungen bin. Jo. Okay. Läuft schon mal. Und ja, ihr könnt hier selber ein bisschen rumspielen in Phones, Leute. Ich habe euch jetzt mal zwei Sachen gezeigt, die relativ praktisch sind. Und ja, scrollen wir nochmal hoch. Was können wir noch machen? Wir können zum Beispiel eine APK installieren, also eine Anwendung von Android auf dem Telefon. Das könnte zum Beispiel eine Payload sein, also ein Virus oder irgendwas in der Art. Und ja, wir können auch Apps deinstallieren, Logs anzeigen und so weiter. Oder halt auch eine App starten. Ja. Oder alle Apps zum Beispiel am Telefon anzeigen, die installiert sind. Und ja, da könnt ihr selber ein bisschen rumspielen. Jetzt ist auch noch ganz interessant. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, ihr kennt ja Shodan, darüber habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr euch anschauen. Und hier gibt es eben alle Geräte, die zum Beispiel ein Android Debugging Bridge haben. Also das, was wir gerade auch benutzt haben. Das können wir einfach suchen. Und jetzt sehen wir hier alle Geräte, die eben den Port 555 offen haben und eben so eine Android Debug Bridge haben. Da könnten wir jetzt theoretisch auf irgendein fremdes Gerät zugreifen. Ja, werde ich aber nicht machen, da das YouTube nicht so gefällt. Und ich hoffe, ihr macht das auch nicht, weil ihr könnt euch da strafbar machen. Und ja. Das war's zum Thema PhoneXploit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Probleme habt oder Hilfe braucht, schreibt mir einfach wieder in die Kommentare. Lasst ein Like da, Abo und Glocke. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns.